Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Land 2 6 Golden Coins. Wir sind in der Turbo Zone und haben Level 2, die Geheimwelt, gefunden, das geheime Level, und wollen das auch mal direkt bestreiten. Das ist gleich ein Todesfall, oh Gott, wir sind klein, haben 40 Leben, also das liegt ganz gut. Okay, das war jetzt vielleicht nicht so klug. Ah, okay, gut. Jetzt habe ich überlegt, wie wir durchkommen. Das ist doch recht einfach. Zack, der Drehsprung. Dann machen wir alles weg. Vielleicht ist da ja auch was drin. Okay. Sieht mir verdächtig aus. Ich mal. Ja. Richtig gedacht, dass da was drin ist. Ui. Das ist ja fies. Seht ihr das? Zack. Und das haben wir noch gut angestellt, würde ich meinen. Das konnte ich mir fast schon denken, weil die Bonuslevel sind, wie gesagt, nur zur Münz- und Lebenssammlung gut. Für nichts anderes. Ach, super. Okay, Leute. Jetzt besser anstellen. Die Münzen sind mir mal egal. Oh. Schön. Ah, schön, wie er nochmal den gespielt wird. Vielleicht brauchen wir auch die Möhre nochmal. Kommen wir jetzt hier an den Block? Okay, die Zeit läuft fast aus. Wie kommen wir hier an den Block? Leute, könnt ihr mir das bitte in den Kommentaren schreiben, wie man an diesen Block kommen soll? Weil ich verstehe es nicht. Ich meine, hä? Das sieht nach Kaizo Jump aus. Also Leute, bitte schreibt es mir in den Kommentaren, wie man das macht. Ich wäre wirklich dankbar. Und wie ich mir schon gedacht habe, jetzt kommen die Möhre. Oh, verdammt. Ja, da war ich zu gierig. Ich wollte mehr Münzen kassieren. Boah. Das war auch hier beeilt. Ah, und jetzt das. Da würde ich sagen, nehmen wir die Münze. Münze sage ich schon. Die Ohren, die Möhrenohren. Und beenden das Level. Nett, wir gehen zurück. Oh, guckt mal, nettes Detail. Der Wal ist aufgewacht. Das ist ja nett gemacht, oder? Das gefällt mir, solche kleinen Details einzubauen. Ich meine, das ist nicht notwendig. Und jetzt sind wir bei Zelda Ocarina of Time und müssen in den Bauch von... Oh Gott, jetzt will ich Insiderwissen zeigen, weil ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier gegen Tentakel kämpfen und brauchen den Boomerang, um voranzukommen. Ja, wahrscheinlich nicht, aber hui, was sind das? Zähne? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben sich hierin irgendwelche Taucher verirrt. Sind das, wisst ihr was darüber? Sind das irgendwie Gumbas oder so in Taucheranzügen? Also, wie wird denn das begründet, was das für Wesen sein sollen? Also, wer das weiß, auch bitte in die Kommentare schreiben. Seht mal, sowas ist doch für andere interessant. Okay, hier haben wir die Halbzeit gefunden. Das ging ja recht schnell. Das waren... Oh, mir hat es jemand geschrieben. Ach, verdammt. Nicht Fishbones, sondern Skullbones. Ach, tut mir leid, Leute, dass ich das jetzt gerade nicht weiß. Ihr habt es mir geschrieben. Ich habe es mir sogar extra nochmal vor dem Part angeschaut und habe es jetzt wieder vergessen. So kann das manchmal kommen. Sowas darfst du mir bitte aber auch nicht übel nehmen, wenn ich dann einfach mal vielleicht sowas vergesse, was ich mir schon mal gesagt habe, weil... Wow! Ich lese mir natürlich immer alles durch und versuche das natürlich noch einzubauen, nur kann auch ich mal einfach sowas vergessen. Ja, das finde ich ja mal schön, hier haben wir quasi Wasser und dann haben wir Galle, oder was das ist. Sag, was ist Galle? Schöne Galle. Wow, ein Fishbone, ich nenne ihn jetzt einfach mal Fishbone. Ich denke mal, so wie die Marke wird er zwar nicht heißen, aber ich denke, ihr könnt mir das doch verzeihen, oder? Und, ach, super. Muss ich nochmal zurück und das holen, das Power-Up? Ah, vielleicht bekommen wir ja noch ein Power-Up. Und, okay. Den töten wir nicht, weil wenn wir den töten, bekommen wir nämlich einen Power-Stern, mit dem kann man gerade nichts anfangen. Moment, bin ich blöd. Mit dem Powerstern zum Endboss wieder. Okay.
Okay. Was muss ich tun? Uah. Nein! Ich denke mal, drauf. Oh Gott. Gut. Also ich musste das rausfinden. Also wir können nur springen, wenn wir logischerweise aus dem Wasser raus sind. Müssen wir also immer hochschwimmen, so, und dann zack, so drauf springen, oder wie? Okay, und blub, genau. Ich denke mal, drei Treffer und blub. Jo, muss man das so machen, oder hätte es auch gereicht, von oben immer drauf zu schwimmen? Hat das auch mal in die Kommentare. Auf jeden Fall bekommen wir jetzt die zweite Münze. Sehr schön. Sind es noch vier. Boah, also jetzt so schnell durchgekommen bin, irritiert mich. Ich dachte, dass jetzt in diesem Part mich komplett in diese Welt kümmere. Ich möchte nur was wissen, ob wir jetzt einfach zum Bonuslevel wieder gehen können oder ob das nicht geht. Nein, funktioniert nicht. Also wir können das Bonuslevel nicht nochmal auswählen. Wir müssten jetzt also das nochmal betreten. Okay. Jetzt weiß ich gar nicht, wo wir als nächstes hin sollen. Ich schaue mir mal kurz um. Nee, die Hippo-Welt muss ich noch nicht machen. Geben wir uns noch ein bisschen auf. Schauen wir doch mal hier rein. Ah ja, würde ich sagen, machen wir die Makro-Zone. Ich glaube, hier gab es sogar zwei Geheimlevel. Auf jeden Fall in der Makro-Zone. Wie ihr glaubt, sagt, ist alles riesig. Schaut euch mal diese Ameisen an. Und ja, Mario darf sich mal wieder mit der Tierwelt, wow, anlegen. Die Peter ist lieber erfreut. Ich weiß nicht, wie oft habe ich jetzt eigentlich schon was gegen die Peter gesagt? Oh, das sieht mir nach Geheimnis aus. Ich muss Geheimnis erkunden. bevor wir den nächsten... Okay, kommt das mal wieder? Hallo? Hallo? Ah. Hallo? Oh, hier kommt man sogar als Kleiner rein. Dann ist schon hier ein Power-Up, wa? Ja, Power-Up. Wenn wir jetzt den nächsten Gegner töten, bekommen wir den Power-Stern. Das ist... Oh, das ist ja fies. Habt ihr das gerade gesehen? Die gehen einfach Stacheln raus. Das ist ja... mal gemein. Okay, müssen sie nicht ducken. Und... zack. Was sind das für Ameisen? Ist mal ganz ehrlich. Und was ist das da unten? Ist das Wasser oder ist das Öl? Sieht ja mir eher aus nach wie Öl. Das Problem ist wirklich, dass wir nirgendwo jetzt versuchen könnten, ein Leben zu bekommen. Ich meine, das sind jetzt vier Gegner. Halbzeit. Das sind einfach nicht genug Gegner. Ich möchte gerne den Powerstern auch benutzen, um ein Leben zu generieren. Nein, nicht, dass wir jetzt Leben bräuchten, aber da geht es mich nur ums Prinzip. Nehmen wir die doch einfach mal mit. Das wäre jetzt nur nach unten. Genau. Also langsam habe ich das Spiel durchschaut. Dunkeln. Und wir haben das extra Leben noch nicht gefunden. Ruhig gerade. Irgendwie ruckelt es gerade. Wow, was ist denn los? Wow. Das, Leute, das tut mir gerade leid, dass es ruckelt. Ich habe keine Ahnung wieso. Feuerblume? Ja, wie nein. Die Schweine. Das ist ja. Was soll ich jetzt tun? Sterben? Wie gemein ist das denn? Wir können hier nicht mehr durch. Ist das einfach hier schon fürs Bonus-Level? Ja, super. Jetzt kriegen wir den Stern. Dann können wir ihnen nichts tun. Wunderbar. Klasse. Ja. Naja, gut. Kann man nicht... Tja, das ist für Geheimnisse in diesem Level. Ah, okay. Ich habe mich gefragt, wie wir jetzt da rankommen sollten. Na, dann erkunden wir das doch mal. Also,
Ich kann mich daran erinnern, dass es hier auf jeden Fall mindestens ein Bonus-Level gab in dieser Welt. Ich würde fast schon meinen, zwei. Und das ist ein Bonusausgang. Na, das ist doch mal nice, oder? Ah, gehen wir schon weiter? Noch nicht. Dann würde ich aber sagen, schließen wir doch einfach das Level mal in diesem Part ab. Und machen also regulär. Dann noch den regulären Ausgang. Also das ist eine schöne Einheit. Und, ja. Dann sind wir trotzdem, was da unten eigentlich ist. Also, wo wir am Ende dort waren. Secret Exit haben wir ja schon. Und zwei wird es ja kaum geben. Ich behalte mal die Blume, um da ja die Möhre noch drin. Schon 510, sehr schön. Irgendwie scheint das ja in den ganzen Effekten zu liegen, dass das mein PC irgendwie so ein bisschen fordert. Also, puh, krass. Ich muss dazu sagen, dass ich auch, weil mein PC ist halt wirklich nicht gut. Ich brauche auch hier für so einen Mario-Part, der 15 Minuten geht, über eine halbe Stunde zum Rendern, weil ich mache das halt in HD, weil ich möchte euch ja Qualität liefern, falls ihr einen größeren Monitor habt, damit das ein bisschen besser aussieht. Und auch wenn es jetzt nicht so viel ausmacht, aber es ist schon ein bisschen was. Und dafür, ja, wie gesagt, 15 Minuten Part, da will ich nicht übertreiben, aber so 40 Minuten dauert das schon für ein Gameboy-Spiel. Ja. Das sieht... Uah, bin ich blöd. Uah. Okay. Ha. Hahaha. Geschah. Dann schauen wir mal, was hinten sein soll. Ich meine, das Extra-Leben haben wir ja auch noch nicht gefunden. Nice. Drei Leben. Gibt's hier eine... Ist das so, dass hier überall ein Leben drin sein kann, wenn man das in einer bestimmten Reihenfolge macht? Oder ist das immer drei Leben, eine Münze? Irgendwie drei Leben, eine Münze ergibt nicht so wirklich Sinn. Aber... Moa. Das ist wirklich gemein. Das ist gemein. Aber haben auch dieses Geheimnis gelöst. Sehr schön. Boah, haben wir schon ganz schön was geschafft in diesem Part, würde ich meinen, oder? Wir haben eine... Ein Bonus-Level gespielt, haben wir einen Boss besiegt, also Boss-Level geschafft und einen Boss besiegt. Neue Welt betreten. Und dort auch gleich im ersten Level den Bonusausgang nebenbei gefunden. Einen Haufen Leben kassiert. Und finden jetzt hoffentlich noch den regulären Ausgang. Und nehmen noch hier das Bonusspielchen mit. Und versuchen wir noch mal hier noch drei Leben zu generieren. Juhu! Nice! Boah, das finde ich mal richtig geil. Hat mir richtig Spaß gemacht, so Mario Land zu spielen. Ich hoffe, dass ihr auch Spaß hattet und seid im nächsten Part mit dabei, wenn wir die Mako Zone weiter auseinandernehmen, das zweite hoffentlich vorhandene Bonus-Level finden. Und ja... Ich hoffe, dich bis zum nächsten Mal und ciao.